Hallo Welt. Am 29. August hat das Bundeskabinett dem Lobbydruck der Verlage nachgegeben und das Leistungsschutzrecht durchgewunken. Mit dem Leistungsschutzrecht sollen Verlagstexte bis ins kleinste Detail geschützt werden. Auch kleine Textauszüge, wie zum Beispiel Suchmaschinen sie verwenden, sollen dann für kommerzielle Nutzer Geld kosten. Damit steht das Leistungsschutzrecht im Widerspruch zum Urheberrecht, welches eine gewisse Schöpfungshöhe fordert. Und es wird trotzdem immense Auswirkungen auf das deutsche Internet haben. Es wurde beschlossen, weil Verlage die Zeichen der Zeit verschlafen haben und nun ein Stück von Googles großen Kuchen abhaben wollen. Dieses Ziel wird jedoch gründlich verfehlt. Stattdessen wird Googles Monopolposition durch das Gesetz sogar noch verstärkt, da kleinere Suchmaschinenanbieter das Risiko einer Abmahnung nicht eingehen wollen werden. Sie werden darum Verlage und viele weitere Seiten vom Suchindex nehmen, wodurch das Finden von Informationen deutlich schwieriger wird. Das Leistungsschutzrecht muss eine neue Verwertungsgesellschaft ähnlich der GEMA nötig. Es ist zudem äußerst schwammig formuliert und kann auch regelmäßige Blogger und Tweeter treffen, also genau die Falschen. Denn jeder, der auch nur Werbung auf seinem Blog schaltet, ist ein kommerzieller Nutzer. In naher Zukunft sollen Bundestag und Bundesrat über das Gesetz entscheiden. Darum ist genau jetzt die Zeit zu handeln. Schreibt die Bundestagsabgeordneten an und informiert sie über das Leistungsschutzrecht. Ein Musterbrief und die E-Mail-Adressen aller Bundestagsabgeordneten findet ihr über einen Link in der Beschreibung.